Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19/1404, Neujustierung der Hochschulpolitik für Nordrhein-Westfalen. Wie bereits verkündet, hat die Fraktion der CDU mitgeteilt, dass sie den Antrag Neujustierung der Hochschulpolitik für Nordrhein-Westfalen, Drucksache 19/1404, zurücknimmt. Dadurch ist auch der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP zum Innovation Nordrhein-Westfalen zum Innovationsland Nummer 1 zu machen, Hochschulfreiheit konsequent weiterzuentwickeln, Drucksache 19/1402 erledigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/384. Beim Umgang mit Fake News darf die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland nicht eingeschränkt werden. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Fake News, das sind gezielt gestreute, falsche oder auch manipulierte Nachrichten, oftmals zum Verfolgen monetärer Interessen, aber auch um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Genau wie die artverwandte Hate Speech sind sie ein wirtschaftliches und politisch-gesellschaftliches Phänomen des digitalen Zeitalters. Nun ist in der politischen Befassung genau das eingetreten, wovor wir Piraten immer gewarnt haben. Die Pläne von Bundesjustizminister Heiko Maas stellen massive und nicht zu rechtfertigende Eingriffe in die Meinungs- und sogar Pressefreiheit in Deutschland dar. Und es zeigt sich mal wieder, das Grundverständnis für digitale Kommunikationsformen und deren gesellschaftliche Auswirkungen fehlt der schwarz-roten Bundesregierung vollkommen. Der Justizminister hat am Dienstag also den Entwurf zum sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgestellt. Schauen wir uns diesen Entwurf einmal an. Erstens, Maas weitet den Begriff der sozialen Netzwerke gefährlich aus. Auf einmal geht es nicht nur um öffentliche Posts über Facebook und Twitter, sondern auch private, im Grunde nicht öffentliche Kommunikation per Messenger-Dienste oder sogar E-Mail-Dienste. Und die sollen jetzt den Richter spielen über rechtswidrige Inhalte ihrer Nutzer. Zweitens, Bußgelder von bis zu 5 Millionen Euro und rasante Bearbeitungspflichten ohne richterliche Überprüfung sollen die Plattformbetreiber derart unter Druck setzen, dass die am besten schon im vorauseilenden Gehorsam kritische Einträge löschen. Das ist ein Einstieg in die privatisierte Zensur und Rechtsprechung mit Facebook und Twitter als Internetpolizei und Richter und dem Bundesjustizministerium als übergelagerter Wahrheitskommission. Das machen wir Piraten nicht mit. Richtig ist natürlich, dort, wo gegen geltendes Recht verstoßen wird, gegen Verleumdung oder Volksverhetzung, muss eingegriffen werden und auch mit Löschung. Aber was die deutsche Bundesregierung hier vorschlägt, ist das Outsourcen der Rechtsprechung im digitalen Raum. Und ich möchte hier mal einen kommunikationstheoretischen Rückblick vornehmen. Im Zeitalter der Massenmedien wurde von Feindsendern und Feindpropaganda gesprochen, gegen die man staatlich vorgehen müsse. Auch im Zeitalter der dezentralen Online-Kommunikation, also der digitalen Revolution, will man gegen Fake News vorgehen und erfindet dafür den Begriff Fake News, weil es den einen singulären Sender nicht gibt, den man dämonisieren kann. Und das Problem ist doch auch hausgemacht. Der grassierende Vertrauensverlust in die Mainstream-Medien schafft erst den Raum für Fake News. Was wir aber jetzt brauchen, ist ein klares und uneingeschränktes Bekenntnis zur Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. Und genau das ist der vorliegende Antrag der Piraten. Wir wollen nicht unterdrücken, zensieren und mit Bußgeldern einschüchtern. Wir Piraten wollen die digitale Medienkompetenz und das Vertrauen in Qualitätsjournalismus stärken, sodass Fake News erst überhaupt kein Gehör finden. Gegen Zensur, für Meinungsfreiheit. Machen Sie mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Fraktion der SPD, Herr Kollege Vogt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verbreitung falscher Informationen ist sicherlich ein wichtiges Thema. Zum Begriff Fake News haben Sie gerade
schon einiges gesagt. Sie verwenden ja auch in Ihrem Antrag diesen Begriff sehr häufig und ich halte diesen Begriff aber für falsch. Dieser Begriff lässt Probleme verschwinden und verharmlost. Darum lassen Sie uns doch weiterhin differenzieren und die Probleme deutlich benennen. Auch bisher haben wir Worte dafür, die diese Probleme exakter beschreiben. Wir haben klassische Falschmeldungen im Journalismus, die gab es bisher auch. Beispielsweise, wenn nicht genügend Sorgfalt in eine Recherche gesteckt wurde. Wir haben Gerüchte, also unbestätigte Informationen, die auch manchmal Propaganda sein können. Und wir haben Lügen, also unrichtige Behauptungen, die häufig dazu eingesetzt werden, einen Dritten zu schädigen. Sie sehen, es ist wichtig, hier eine Trennung vorzunehmen und eine Lüge muss klar benannt werden. Eine Lüge ist eine Lüge und nicht Fake News, die diese oft verharmlosen. Aber wie gehen wir jetzt mit diesen Informationen, die nicht richtig sind, um? Welche Gegenstrategien haben wir da? Und da glaube ich, dass wir zwei große Bereiche haben. Wir müssen einmal guten Journalismus stärken und wir müssen Medienkompetenz verbessern. Und wenn wir Journalismus stärken wollen, dann finden wir eine Situation vor, dass wir Informationen mengenmäßig so viel haben, wie wir es noch nie vorgefunden haben. Und diese Masse an Informationen zu bewerten, einzuordnen, das sind Aufgaben, die Journalistinnen und Journalisten haben. Diese müssen gut ausgebildet werden und die müssen auch so bezahlt werden, dass sie von ihrer Tätigkeit leben können. Wir erleben auch neue journalistische Initiativen. Diese müssen wir stärken. Und das machen wir in Nordrhein-Westfalen. Hier haben wir die Journalismusstiftung vor Ort NRW entwickelt, die heute staatsfern bei der Landesanstalt für Medien organisiert ist. Hier in NRW haben wir das Thema der Gemeinnützigkeit von Journalismus diskutiert. Ja, und hier haben wir auch den klassischen Zeitungsmarkt in den Blick genommen. Wir werden uns morgen bei einer großen Anfrage bzw. bei der Antwort, mit der wir uns beschäftigen werden, diesem Thema widmen. Und journalistische Beiträge, so gut sie auch sind, allein werden nicht ausreichen. Unsere Aufgabe ist es, dafür die Grundlage zu schaffen, dass Menschen selbstständig Informationen richtig einordnen können. Und darum haben wir hier in Nordrhein-Westfalen das Thema Medienkompetenz ganz nach oben gesetzt. Wir haben hier den Medienpass entwickelt, ein Instrument, was erfolgreich an Grundschulen und auch jetzt an weiterführenden Schulen eingesetzt wird. Hier im Landtag haben wir mit dem Tag der Medienkompetenz das Thema aufgegriffen. Im November haben wir hier das Thema Medienextrem gehabt. Die SPD-geführte Landesregierung hat den Diskurs Medienvielfalt NRW 4.0 auf den Weg gebracht. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine Reihe weiterer Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Die Landesanstalt für Medien bietet Schulungen, Elternabende an, das Grimme-Institut ist in diesem Bereich tätig, der WDR, aber auch Zeitungsverlage, die in Schulen Aktionen machen. Sie sehen, hier ist ganz vieles organisiert. Und ich möchte betonen, dass jetzt auch die Plattformbetreiber mit in die Pflicht genommen werden müssen. Juristisch ist vieles bisher möglich. Verleumdung, Volksverhetzung kann strafrechtlich geahndet werden. Wir haben das Recht auf Gegendarstellung und jetzt gibt es natürlich ganz aktuell diesen Gesetzentwurf, den Sie gerade schon angesprochen haben. In diesem Referentenentwurf findet sich aber nichts von dem, was die Piraten in ihrem Antrag befürchten. Keine neuen Straftatbestände, die Sie in Römisch 3, Ziffer 2 hier anführen, keine staatlichen Faktenchecks und ja, der Entwurf ist recht neu. Vieles von den Themen hätten Sie nachlesen können. Es gab ein Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion, da hätten Sie in Ihrem Antrag schon darauf reagieren können. Sie haben aber heute hier nichts Neues vorgelegt, sondern haben Ihren Antrag, der vor dem Gesetzentwurf gekommen ist. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern zulassen? Hier gleich zum Schluss, bitte. Ja. Hier weiter aufrechterhalten. Und das Richtige und wahre Informationen von Unrichtigen zu unterscheiden, ist natürlich weiterhin eine gesellschaftliche und politische Aufgabe. Das politische Gepolter von Leuten wie de Maizière auf der einen Seite, der vom Abwehrzentrum gegen Desinformationskampagnen spricht, ist genauso wenig hilfreich
wie Ihr Antrag der Gesetzgebung mit staatlicher Kontrolle oder gar Zensur durcheinanderbringt. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Gut, die Frage. Bitte schön. Ja, danke schön, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben es auch quasi schon in Ihrer nachfolgenden Rede relativiert oder meinen ursprünglichen Grund fast beseitigt. Ich wollte nur darauf hinweisen, ob Sie, oder ich frage Sie, um die Formallinie einzuhalten, ob Sie bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Gesetzentwurf erst vor 2 Tagen veröffentlicht oder präsentiert wurde und unser Antrag schon wesentlich länger im System ist, sodass wir da keine Möglichkeit hatten, das schon bei der Antragsentstehung zu berücksichtigen und ich in meiner Rede ja durchaus auf den Gesetzentwurf eingegangen bin. Ja, Sie sind sicherlich auf den Gesetzentwurf eingegangen und der ist erst seit 2 Tagen veröffentlicht, das ist alles richtig. Und genau aus dem Grund, weil er vorliegt, hätten wir von Ihnen erwartet, dass Sie Ihren Antrag anpassen oder dass Sie hier auf dieses Thema reagieren und Ihren Antrag, der ja Punkte beinhaltet, die im Gesetzentwurf ja gar nicht vorhanden sind und die wir hier beschließen sollen, dass Sie in dem Fall diesen Antrag zurückziehen oder eine Änderung einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die Fraktion der CDU spricht der Kollege Stein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, sogenannte Fake News und Social Bots haben in letzter Zeit einen immer größer werdenden Raum in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der politischen Diskussion eingenommen. Dieses politisch-gesellschaftliche Phänomen stellt uns vor die schwierige demokratische und juristische Abwägung von Presse- und Meinungsfreiheit auf der einen und den Schutz unseres freiheitlichen Rechtsstaats vor Manipulation auf der anderen Seite. Die Verbreitung von Lügen, Falschmeldungen und gezielten Desinformationskampagnen, ja Propaganda, nehmen stetig zu, wobei die Bedeutung und Einflussnahme auf die politischen Meinungsbilder bisher wissenschaftlich nur rudimentär analysiert worden sind. Es hat vermutlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, eine gewisse Rolle im Präsidentschaftswahlkampf der USA gespielt. Jedoch kann man den Grad dieser Einflussnahme auf die politischen Meinungsbilder bisher nicht genau benennen. Nichtsdestotrotz sind wir uns ja hoffentlich alle darüber einig, dass hier ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Nur über die Art und Weise gibt es scheinbar unterschiedliche Auffassungen. Ja, liebe Piraten, in Ihrem Antrag sprechen Sie davon, dass die deutsche Bundesregierung gegen Fake News vornehmlich mit gesteuerten staatlichen Eingriffen, die allesamt die Meinungs- und Pressefreiheit potenziell einschränken, vorgehen will. Und das ist einfach nicht wahr. Vielmehr gilt doch, das, was das Grundgesetz als Schranken der Meinungsfreiheit definiert und die Maßstäbe, die nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht für die Abwägung von Presse- und Meinungsfreiheit auf der einen und den Schutz unseres Rechtsstaates auf der anderen Seite entwickelt hat, muss auch für die Beurteilung von Aussagen in den sozialen Medien gelten. Und die Politik, sie muss Phänomenen wie Hassreden, Cybermobbing und Fake News oder wie wir es dann auch immer nennen wollen, Propaganda, Lügen, rechtlich mit Augenmaß und in Respekt vor der Bedeutung der Meinungsfreiheit dann auch entschieden begegnen. Wir können das aber nicht so handhaben, wie Sie das hier offenbar fordern, nach dem Motto, auch erfundene falsche oder verfälschte Nachrichten, also Fake News, sind grundsätzlich von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Ja, Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Es ist ein verdammt wichtiges Gut unserer Demokratie. Und jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. So steht es ja auch in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aber auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Und die Grenze zwischen der Meinungsfreiheit und einer gezielt gestreuten Falschmeldung, Lüge oder Propaganda mit dem Ziel, politische Stimmung zu manipulieren, verläuft dort, wo es jemandem nicht darum geht, einen Beitrag zu einer Diskussion zu leisten, sondern unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und unsere Werte an sich anzugreifen. Eine gesetzliche Regelung kann und sollte nicht die Verantwortung jedes Einzelnen ersetzen. Das haben wir gerade auch schon bei Vorrednern gehört und dem pflichten wir auch bei. Und aus diesem Grund sind neben gesetzlichen Lösungen Digital- und Medienkompetenz enorm wichtig, um fundierte Informationen von bloßen Ressentiments unterscheiden und einordnen zu können. Entsprechende Programme in Bund, Ländern und Kommunen sollten zukünftig vermehrt gefördert werden. Ja, ich bin der Meinung, dass diese sogenannten Fake News und Social Bots Erscheinungsmerkmale einer unregulierten digitalen Gesellschaft sind, die viele bereits bekannte Phänomene der Offline-Welt mit einem hohen desinformativen Charakter und einem nicht geahnten Ausmaß in die Online-Welt heute transferiert haben. Und daher halten wir es ja auch für richtig und wichtig, rechtsstaatlich und respektvoll zu überprüfen,
wie wir unsere Werte mit Augenmaß und in Respekt vor der Bedeutung der Meinungsfreiheit schützen können. Und aus diesem Grund ist Ihr Antrag letzten Endes abzulehnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Kalmes. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 40 Jahren haben wir alle nach Prag geguckt. Da war die Charta 77 aktiv und entstanden. Und der spätere Präsident Václav Havel hat einen Satz geprägt, mit dem ich meinen kleinen Beitrag hier eröffnen will. Nämlich, er hat gesagt, der Nachteil der Demokratie ist, dass sie denjenigen, die es ehrlich mit ihr meinen, die Hände bindet. Aber denen, die es nicht ehrlich meinen, ermöglicht sie fast alles. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige und ernste Erkenntnis, mit der wir uns natürlich im Moment an vielen Stellen politisch herumschlagen, nicht nur im Zusammenhang mit Fake News. Und dieses neuenglische Wort Fake News bezeichnet natürlich etwas, was es schon immer gegeben hat, nämlich letztlich den Versuch zu manipulieren und zu betrügen. Man kann das heute mit neuen Begriffen belegen, aber letztlich ist das natürlich alles nichts Neues. Wenn man so will, war schon das trojanische Pferd eine Art Fake News. Die Debatte, die wir mit dem Antrag jetzt zu führen haben, hat mich insofern nachdenklich gemacht, weil Sie von Begriffen sprechen, von der Piratenfraktion, die wir bei ganz anderen Gruppierungen ja auch wiederfinden. Sie haben das eben auch getan, Herr Kollege Kern. Sie haben zum Beispiel den Begriff Mainstream-Medien benutzt. Das ist ja auch schon ein Begriff, der letztlich versucht, in despektierlicher Form das, was wir bisher allgemein als öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als das, was also wichtig für uns alle und verbindlich erschien in dem, was es so zu melden hat, wahrgenommen haben, dass das also zunehmend in ein Licht gerückt wird, wo man eben sagt, das sind so diese fiesen Mainstream-Medien. Also das, was auch lügt und betrügt. Und das ist zum Beispiel der Beginn, glaube ich, von dem, was Sie dann auch selbst formulieren. Und dann hat man das Gefühl, da dreht sich das so im Kreis. Der Vertrauensverlust, der damit verbunden ist, der natürlich, für meinen Begriff jedenfalls, was damit zu tun hat, dass man diese Medien von vornherein so bezeichnet. Und wenn Sie dann im gleichen Atemzug fordern, wir wollen aber Qualitätsjournalismus, und wir dann zum Beispiel sagen, aber der findet doch nur, wenn überhaupt, da noch genau statt, dann müssten wir uns irgendwann mal verständigen, ob jetzt die bösen, verleumderischen Mainstream-Medien schuld sind am Vertrauensverlust, den die Gesellschaft erleidet, oder ob es möglicherweise genau die Stellen sind, auf die wir setzen müssen, wenn wir von Qualitätsjournalismus und davon sprechen wollen, dass möglichst nah an dem, was man herausfinden kann, was dann am Ende die Wahrheit ist, hier recherchiert und berichtet wird. Ich jedenfalls erkenne in den Angeboten gerade unserer öffentlich-rechtlichen Sender einen ausgesprochenen Gewinn jeden Tag, wenn ich Radio höre oder auch bestimmte Fernsehsendungen sehen darf, und wo ich sehr genau informiert werde über das, was uns alle beschäftigt und wo ich nicht den Eindruck habe, und das ist der entscheidende Punkt, den der Unterschied macht, dass hier bewusst, das heißt, was das Wort Fake ja unterstellt, bewusst mit Fälschungen gearbeitet wird, um etwas zu organisieren. Natürlich gibt es Fehler auch in dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Darüber wird viel diskutiert, auch in den Aufsichtsgremien, wenn es solche Fehler gibt. Aber im Prinzip ist da niemand, der versucht, dauernd mit falschen Unterstellungen Leute in bestimmte Ecken zu treiben, womöglich zu diskriminieren oder Ähnliches. Genau das findet da nicht statt. Und deshalb ist der Schand- oder Schimpfbegriff Mainstream-Medien leider Gottes ein AfD-Sprech. Man sollte ihn eben nicht verwenden. Ist nicht von ungefähr, dass Stefan Körner, der Bundesvorsitzende der Piraten, großes Lob erfahren hat, als er eine Anti-Hate-Speech-Kampagne der Bundesregierung angedacht, schon im letzten Sommer, im 12. August dann in der Jungen Freiheit dafür gelobt wurde. Stefan Körner, der Bundesvorsitzende der Piraten, dass er da also nun ordentlich draufgestiegen ist und das kritisiert hat. Ich glaube, man muss unheimlich aufpassen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, an welchen Stellen man mit wem womöglich ungewollt aneckt, und das sollten wir, meine ich, vermeiden.
Die Frage, wie wir mit den Inhalten im Internet umgehen, ist hochkomplex. Damit beschäftigen sich auch nicht nur die Piraten, seit es sie erst gibt. Wir haben schon in viel früherer Zeit über diese Themen intensiv diskutiert. Ich erinnere mich an ein grünes Diskussionspapier aus dem Jahre 2003, Freiheit, Ordnung und das World Wide Web, wo wir über die Frage diskutiert haben, wenn das Internet kein rechtsfreier Raum ist, was folgt dann daraus und was genau muss man dann damit anfangen? Insofern also ist die Diskussion über die Fake News erstens überhaupt nichts Neues. Zweitens glaube ich, dass wir sie nicht überhöhen dürfen. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass einfach sich viele Leute auf vielen Plattformen äußern können. Es heißt aber nicht, dass all das, was da erzählt wird, automatisch richtig ist. Das ist sonst im Leben ja auch nicht so. Und ich glaube nicht, dass wir dem beikommen, indem wir irgendeinen Zensurversuch machen. Ich glaube, da sind wir auch beieinander. Sondern ich glaube, dass wir dem beikommen, wenn wir vertrauen darauf, dass das, was wir als Qualitätsjournalismus haben und gerade in Deutschland stolz darauf sein können, dass wir eine so breite und gute Berichterstattung in fast allen Medien immer noch vorfinden, die sich versucht, an dem zu orientieren, was die erlebte Wahrheit ist, und dass wir dieses sozusagen miteinander teilen, daran das unterstützen müssen, auch politisch weiterhin, und dass es nicht darum gehen kann, es in Form Ihres Antrags zu bearbeiten, der aus meiner Sicht auch praktisch zu spät kommt, weil Sie die Landesregierung zu Dingen auffordern, die sie jedenfalls in dieser Legislatur nicht mehr leisten kann, aber wenn ich es richtig verstanden habe, bisher auch nicht leisten will. Ja. Vielen Dank. Herr Kollege Kramer, Sie können jetzt noch ein bisschen länger reden, denn es liegt eine Kurzintervention vor. Eine Kurzintervention? Na, dann intervenieren Sie mal. Von daher geht das jetzt ja weiter und ich gebe dem Herrn Kollegen Kern das Wort. Ja, Herr Kern, bitte. Der muss sich jetzt noch eben eindrücken. Der sitzt jetzt auf dem Platz von Herrn, ach, bei Herrn Paul inzwischen. Ja. Eben wurde mir Kerl gesagt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Kaimes, ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass wenn Sie den Begriff Mainstream so verwenden, wie Sie ihn gerade verwendet haben, sich damit vielleicht unbewusst der AfD-Logik unterwerfen. Denn Mainstream meint im Prinzip Quotenrenner und auflagenstärkste Zeitung. Da gehört die FAZ genauso dazu wie die TAZ, die Zeit und andere. Und in der Scientific Community gibt es Mainstream-Überzeugungen, wie beispielsweise in der Physik, wo man an den Urknall glaubt. Es gibt ein Fünftel der Physiker, die sehen das anders. Die sind nicht Mainstream und trotzdem verträgt man sich. Die sind Underground. Das sind die beiden Pole. Mainstream ist per se kein despektierlicher Begriff. Und auf der anderen Seite würde ich Sie gerne noch darum bitten, dem Herrn Stein den Unterschied zwischen Social Bot und Fake News zu erklären. Weil ich glaube, da ist was völlig durcheinander gegangen. Danke. Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Dr. Paul, also in der Begriffsdefinition zu Mainstream stimmen wir völlig überein. Ich bin auch der Meinung, dass der Begriff Mainstream an sich nicht das Entscheidende ist. Der pejorative Unterton, der da reinkommt, kommt dann rein, wenn man von Mainstream-Medien spricht. Wenn man also sozusagen das damit verbindet und in einem gewissen Weise zum Ausdruck bringt, das, was die berichten, und das macht eben die AfD unter anderem, das ist sozusagen nicht glaubwürdig, weil es ja von dieser Art Medien, nämlich von den Mainstream-Medien kommt. Das habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen und habe Herrn Kern zitiert, der diesen Begriff ja völlig selbstverständlich gebraucht hat, weil er eben in Gebrauch ist, aber ich halte das für ungut. Und zum Zweiten, was Sie Herrn Stein noch erklären müssen, weil er mal Ihrer Fraktion angehört hat, müssen Sie selber entscheiden. Lassen Sie mich da einfach raus aus der Geschichte. Dazu habe ich jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen. Wir lehnen den Antrag ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmitz. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Nückel, der sich auch schon auf den Weg gemacht hat. Sonst wird es lange dauern. Und dem wir auch für den Rest des Weges alles Gute wünschen. So. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht in die medientheoretische Diskussion eingehen, was ist Mainstream-Medien, das ist in der Tat eigentlich ein Begriff, der nicht belastet ist, er wird nur leider belastet, weil er von einigen verwandt wird, natürlich in fälschlicher Absicht, aber da müssen wir uns, glaube ich, nicht drum streiten. Das große Problem ist natürlich, oder auch nicht, dass wir natürlich in letzter Zeit natürlich das Thema Falschnachrichten, Hassbotschaften in der Tat sensibel behandelt wird, ist ja auch richtig, aber natürlich das auch wieder ein bisschen benutzt wird, um einen anderen, ich nenne es mal so, Druck in die Diskussion zu bekommen. Was wir natürlich wissen, dass natürlich immer die Botschaft des anderen natürlich die Falschnachricht ist, ist klar. Und gerade in diesem Zusammenhang ist eben der Entwurf von Justizminister Maas eben sehr problematisch. Insofern muss man den Piraten gratulieren. Das Timing für diesen Antrag war schon ganz günstig, weil das Thema ist aktuell.
Ich möchte das an zwei Beispielen klar machen, warum das problematisch ist. Im Januar 2015 veröffentlichte Welt Online im Nachgang zu dem tödlichen, schrecklichen Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris einen Kommentar der ehemaligen WWD-Abgeordneten und niederländisch-amerikanischen Politikern Ayaan Hirsi Ali. Der Titel war: Doch, dieses Massaker hat mit dem Islam zu tun. Man muss diese Meinung jetzt nicht teilen. Der Kommentar wurde selbstverständlich auf verschiedenen sozialen Medien geteilt, wie Facebook. Es ist sich leicht vorzustellen, dass sich zum Beispiel ein islamischer Prediger sicherlich gefunden hat, der hier eine Beschimpfung seiner Religion vermutet, strafbar in Deutschland nach § 166 StGB. Geht es nach dem Bundesjustizminister, würde dieser Kommentar auf einen Beschwerdeklick des Predigers gelöscht werden müssen. Anderes Beispiel. Im Januar 2012 veröffentlichte der Postillon einen Artikel über den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Der Titel war: Wulff spricht 82 Millionen Deutschen auf die Mailbox, um Gerede zu unterbinden. Klingt lustig. Dieser Artikel wurde deshalb natürlich fleißig in sozialen Netzwerken geteilt. Abgesehen davon, dass es sich bei diesem Satirebeitrag streng genommen natürlich selbstverständlich um eine Falschnachricht, also neudeutsch Fake News, handelt, könnte auch hier eine Beschwerde beim Online-Portal eingehen. Denn mit Sicherheit hat eine Bürgerin oder ein Bürger, sagen wir mal, vielleicht sogar ein Mitglied der Jungen Union, hinter diesem Kommentar eine Verunglimpfung des Bundespräsidenten vermutet, strafbar nach § 90 StGB. Auch in diesem Fall wäre eine Löschung fällig, wenn es nach Maas geht. Denn mit seinem Entwurf eines Fake News-Gesetzes will Maas ja die strafrechtliche Überprüfung von Inhalten aller sozialen Netzwerken, ja, den sozialen Netzwerken auftragen. Und die Konsequenz liegt auf der Hand: Sobald eine Beschwerde bei einem sozialen Netzwerk eingeht, trägt dieses die juristische Verantwortung für den entsprechenden Beitrag. Dabei ist der kritisierte Inhalt des Textes oder auch des Videos völlig unerheblich, denn jeder kann sich ja über alles und jeden aufregen und beschweren. Löscht das Netzwerk den Inhalt, ist es auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Löscht es ihn nicht, nimmt das Online-Portal das Risiko einer Fehleinschätzung auf sich, für die es dann ja haftet. Wohin das führt, ist klar, im Zweifel wird immer gelöscht. Und der Anreiz, Beschwerden über unliebsame Meinungen oder schmerzhafte Wahrheiten einzureichen, steigt dadurch natürlich. Und alles in allem müssen wir hier über eine ernsthafte Gefahr für die Meinungsfreiheit schon sprechen. Ganz unabhängig von meinen kritischen Punkten, die sich auf den Gesetzentwurf jetzt der Bundesregierung, ich habe ihn heute Nacht gelesen, weil mein Bär mal Bein schmerzte und ich dachte, das hilft vielleicht als Schmerzmittel, aber anschließend hatte ich Schluckbeschwerden. Also ganz unabhängig von diesen kritischen Punkten, die sich auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung beziehen, besteht aus meiner Sicht übrigens tatsächlich natürlich Handlungsbedarf beim Umgang mit den sogenannten Fake News. Ich sehe diesen aber eher in den Bereichen wie den von staatlichen, ausländischen Stellen betriebenen Desinformationskampagnen oder in Cyberangriffen, von denen auch Plattformen wie soziale Netzwerke oder einzelne Nutzer betroffen sind. Doch leider nimmt der Antrag, der vorliegt, jetzt kommt die schlechte Nachricht für die Piraten, dazu keine Stellung, und so richtig und sicherlich das Anliegen war, es auch heute zu besprechen, weil es ein aktuelles Thema ist. Aus diesem Grund können wir unter dem Strich nicht zustimmen, werden uns aber huldvoll enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Und nun hat Herr Kollege Schwert einmal das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Fake News, Hasspostings, Cybermobbing, Astroturfing, Social Bots – all diese Begriffe werden in der Debatte derzeit wild durcheinander geworfen, und der Beitrag von Robert Stein ist der beste Beispiel dafür. Die Gefahr dieser Phänomene sollte man trotzdem nicht herunterspielen, und das kommt mir in diesem Antrag etwas zu kurz. Der junge syrische Geflüchtete Anas Modamani zum Beispiel wurde mit Hass überzogen, nachdem ein Selfie von Kanzlerin Merkel für die Behauptung missbraucht wurde, er sei ein Terrorist. Letztlich können Fake News, kann Cybermobbing, kann Verleumdung im Netz Existenzen vernichten, Gesundheit und Leben gefährden. Doch wir müssen bei jeder Maßnahme überlegen,
ob sie den vorgesehenen Zweck überhaupt erreicht und welche schädlichen Nebenwirkungen sie hat. Und im Fall gesetzlicher Regelungen gegen Fake News würde ich Nutzen klar verneinen. Beleidigung, Verleumdung, falsche Tatsachenbehauptung, Mobbing und Stalking, all das ist bereits jetzt schon verboten. Im Internet wie außerhalb. Rechtliche Handhabe gibt es bereits. Das hält aber jetzt schon niemanden davon ab, solche Postings zu veröffentlichen. Da wird ein neuer Straftatbestand jedenfalls nichts dran ändern. Die Täter agieren ja in aller Regel aus der vermeintlichen Anonymität heraus. So wild die Begriffe durcheinander geworfen werden, so schwierig dürfte es auch sein, sie klar nach außen abzugrenzen. Je nach Definition wird auch schnell mal Satire oder Ironie als Fake News eingestuft. Denken Sie an die Postings des Postillon, die oft genug von Lesern für echt gehalten werden. Und letztlich besteht die Gefahr, dass der Vorwurf der Fake News dazu genutzt wird, unliebsame Informationen aus dem Internet zu verdrängen. Eine staatliche oder privatwirtschaftliche Vorabkontrolle von Nachrichten jedenfalls birgt die unmittelbare Gefahr der Zensur. Diesen spiegelglatten Weg sollten wir nicht gehen. Effektiver wäre vielmehr, wenn Polizei und Justiz bei der Rechtsdurchsetzung gut ausgerüstet sind und zügig arbeiten, wenn Betroffene ernst genommen werden und unsere Solidarität erfahren. Und es ist wichtig, dass die Betreiber der sozialen Medien mitwirken und sich nicht hinter irgendwelchen Firmenstandards verschanzen. Wenn jedes Unternehmen eine standardisierte Möglichkeit anbieten müsste, wie Betroffene falsche Nachrichten oder falsche Behauptungen melden können und es anschließend über die weitere Bearbeitung transparent informiert. Und falls notwendig, kann man sie auch dazu verpflichten. Und nicht zuletzt muss Medienkompetenz vermittelt werden. Und das umfasst auch gerade Medienkritik, eben der kritische Umgang mit Medien und Inhalten. Das kommt derzeit viel zu kurz. All das wäre wirksamer als irgendwelche neuen Straftatbestände und könnte sofort umgesetzt werden. Irgendwelche Gesetze nach dem Motto, weil nichts sein kann, was nicht sein darf, sind jedenfalls der falsche Weg. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger in Vertretung von Herrn Minister Dr. Franz Josef Lerschmeinzer. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben schon eine Menge gesagt. Falschmeldungen, auch bewusste Falschmeldungen, gab es schon immer. Neu ist aber die vielfältigen Wege, über die in kürzester Zeit eine große Zahl von Personen mit einer Falschmeldung erreicht werden können. Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind hier die bekanntesten Beispiele. Neu ist auch, dass jeder und jede zum Sender von Nachrichten werden kann und dies nicht nur Journalisten vorbehalten ist. Neu ist letztlich auch der Begriff Fake News, den hier als gezielte, gestreute Falschmeldung eigentlich zu verstehen ist. Das Thema Fake News findet sich derzeit nahezu täglich in den Medien. Auch zahlreiche deutsche Politiker haben sich hierzu geäußert und Vorschläge für gesetzgeberische Maßnahmen gemacht. Minister Maas hat vorgestern einen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir uns genau ansehen werden. Aktuell hat Facebook in den USA damit begonnen, unglaubwürdige Artikel im Netzwerk durch unabhängige Faktenchecker kennzeichnen zu lassen. Auch für Deutschland hat Facebook die Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern angekündigt. Solche Maßnahmen, das möchte ich betonen, sind keine Zensur, schon gar keine staatliche Zensur. Meine Damen und Herren, die Fraktion der Piraten fordert mit dem vorliegenden Antrag die Landesregierung auf, sich gegen jede Kontrolle oder Richtigkeitsprüfung von Nachrichten durch den Staat oder in dessen Auftrag einzusetzen. Ebenso wendet sich gegen neue Straftatbestände. Die Landesregierung soll vielmehr noch in dieser Legislaturperiode eine wissenschaftlich fundierte, ganzheitliche Strategie zum Umgang mit Fake News formulieren. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hält eine politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Fake News für sehr wichtig. Und gerade deshalb sollte der Antrag der Piraten abgelehnt werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksache 19/384. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dem nicht zu? Wer enthält sich?
Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen mit Stimmen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion der FDP und des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14.